Liebe Damen und Herren, liebe Filmmacher und Filmmacherinnen, wir freuen uns darüber, dass ihr alle da seid. Ich bin Mohammed. Und ich bin Luke. Und ich bin Masha. Wir freuen uns sehr, dass wir einen Schirmherrn für die Premiere gewinnen konnten. Er hat sich alle Filme angeschaut und wird zu jeder Gruppe etwas sagen. Gestern habe ich mir alle Filme angeguckt und war sehr beeindruckt und sehr berührt auch und fand es toll, dass so viele verschiedene Kulturen gemeinsam an so Projekten gearbeitet haben und man einfach sieht, wie viel Spaß und Freude ihr hattet. Weil ich es total wichtig finde, dass die Filme, die ihr gemacht habt, nicht nur im Netz zu sehen sind, sondern dass sie auch eine richtig schöne Premiere haben mit vielen Zuschauern. Und das ist das, was wir heute hier schaffen wollen, dass ihr auch wirklich merkt, das, was ihr zu erzählen habt, die Filme, die ihr macht, dass es dafür auch ein Publikum gibt und dass es Menschen gibt, die sich dafür interessieren. Und die sind heute auch hier. Ja, hallo. Wieder einmal im Pfaff, im Kino, das wir alle so lieben und liebgewonnen haben. Wir haben ja hier schon 3 Aufführungen gehabt. Und jetzt die 4. und zum ersten Mal in Kooperation mit KIOFIL, Landesverband Kinder- und Jugendfilm. Und das ist toll. Ja, aber das Wichtigste, das seid nach wie vor ihr habt die Filme gemacht. Und wenn wir wissen wollen, warum ein Schuss fällt oder warum jemand an die Tür klopft, dann könnt nur ihr das sagen. Und genau das wollen wir eigentlich von euch heute auch erfahren. Und die Filme, die ich gesehen habe, sind einfach großartig. Die wären aber nicht zustande gekommen ohne unsere Teamer und Teamerinnen. Angelo, wo ist Angelo? Okay. Wer meint ihr in Filmtitel mit Nechnas, Natas, Sekans und was bedeutet es? Also, das sind die Namen der 3 Gangs. Diese Namen stammen aus dem Englischen und werden rückwärts gesprochen. Legner bedeutet Angels, das sind die Wächter der Welt, die Guten. Sekans sind die Snart. Die Sentas sind die Snatas, das sind die Gegenspieler, die Bösen. Die Sekans sind die Snakes, das sind die Zweifler, die nicht genau wissen, welche Meinung sie vertreten sollen. Okay, danke. Was hat das Filmprojekt für eure Klasse gebracht? Viele Mitschüler haben sich in der Projektwoche besser kennengelernt, verstehen sich seitdem auch besser. Der Zusammenhalt in der Klasse ist auch stärker geworden. Wir kümmern uns mehr umeinander, wenn es uns schlecht geht. Schüler, die sich vorher nicht so gut verstanden haben, konnten in der Projektwoche auf einmal richtig gut miteinander arbeiten. Und schön war, dass wir gemeinsam an einem Projekt arbeiten konnten und unser gemeinsamer Film entstanden ist. Danke. Jimmy? Ist Jimmy da? Ja. Okay. Was hast du persönlich aus dem Projekt gelernt? Ich habe festgestellt, dass ich sehr gut schauspielern kann und mir hat es gefallen, dass ich in verschiedenen Rollen schlüpfen konnte. Ich habe auch beim Filmschnitt geholfen. Ich fand es toll, dass ich mitentscheiden konnte, welche Szenen nicht so gut waren und deshalb nicht im Film zu sehen sind. Also diesmal ein paar Beute mehr. Sehr schöner Film, sehr wichtige Thematik, finde ich. Schön, dass ihr das aufgegriffen habt und wie ihr das verarbeitet habt. Und wenn ich dann noch höre, dass der Zusammenhalt in der Klasse dadurch wächst, ja, dann gibt es da nicht mehr viel zu sagen, außer dass es sehr schön war und dass ich jetzt nochmal einen dicken Applaus bitte bekomme für alle Beteiligten. Jesch und Jasmin werden im Filmangebot gemobbt. Wie schaffen es euren Helden in der Klasse, dass sie am Ende akzeptiert werden? Naja, also die Helfer sind auch die Helden von unserer Geschichte. Die sprechen mit unseren Opfern und die bringen Leute zusammen. Also die befreunden die Mobber auch. Und dieser Film zeigt, dass Mobbing funktioniert nur, wenn die anderen mitmachen. Aber es funktioniert nicht, wenn man dem Opfer hilft. Aber dafür muss man ganz mutig sein, weil es kann sein, dass du selber gemobbt wirst.
Also wir haben einfach, also es gibt natürlich in jedem Film einen Helden. Also ich bin Maria, also da habt ihr mich auch gesehen. Also ich habe immer, was Gutes über Jasmin gesagt, dass hier Minka. Also sie weiß mal ja böse und so. Aber danach habe ich immer über Jasmin etwas Gutes gesagt, nicht etwas Schlechtes. Und dann wegen das habe ich also sie geholfen, dass sie mit Jasmin befreundet ist und so. Also ja. Danke. Ihr seid keine Willkommensklasse, aber auch keine Regelklasse. Was für eine Klasse seid ihr eigentlich? Also eine Internatsklasse und Internationsklasse und eigentlich sind wir normal, aber vielleicht lernen wir mehr Deutsch. Also manche aus unserer Klasse können gut Deutsch, also sind seit 2 Jahren oder sowas in Deutschland, aber manche sind so seit 3 Monaten oder sowas. Also wir haben das Film gemacht, die erste Woche, weil wir wollten uns besser also kennenlernen und so. Das hat ja auch besser geklappt, wir haben uns besser kennengelernt und wir sind jetzt froh, dass wir in einer Klasse sind und es macht sehr Spaß. Also, ja. Darfst du euch ein paar Fragen stellen? Ja, natürlich. Wie ist es, sich selbst in einem Video zu sehen? Das macht viel Spaß. Der war ja völlig abgedreht, also hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, viel gelacht, sehr, sehr interessanter Film. Nochmal einen großen Applaus für beide Filme, bitte. Jessica, in eurem Film habt ihr 2 Gruppen, die gegeneinander sind. Den SSU Secret Service of the Universe und die Rebels. Was sind die wahren Ziele des SSU? Ja, also der SSU möchte ja Frieden bringen, also das möchten eigentlich beide Gruppen. Und wir haben halt beide verschiedene Ansichten. Und der SSU denkt, dass Verhandeln und Verträge nichts bringen würden, weil jeder hat ja seine eigenen Interessen. Und deswegen nutzt Catherine ihre Fähigkeiten und Jan ihre Fähigkeiten, um die Gedanken zu löschen und quasi jedem einfach dieselben Sichtweisen zu geben. Ali, in eurem Film sagt ihr, die Rebels wollen einen eigenen Staat gründen. Was sind die Regeln im Staat? Statt der Rebels. Okay, auf jeden Fall. Das Ziel war, dass wir unsere eigene Stadt haben wollten und dass wir eine starke Stadt haben wollten. Und dann eine Stadt, in der wir alle gleiche Regeln und gleiche Fähre haben und das Recht haben auf die Familie, auf das Leben und ja. Danke. Jetzt Fabian, ja, das ist nochmal ein sehr spannender Film. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr realistische Schauspielleistung. Also dafür auch nochmal einen mega Applaus, bitte. Ja. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wrong Justice. Würdet ihr wieder mitmachen? Ja, auf jeden Fall. Aber diese wir haben morgens um 7 Uhr angefangen manchmal. Bis 18 Uhr oder so, dann waren wir halt frei. Es war schon schwierig. Wir haben von 7 Uhr morgens bis 12 Uhr gemacht. Dann hatten wir Mittagspause. 7:30 haben wir gefrühstückt. Ciao. Kommentieren, liken. Nicht disliken, nur liken. Und ja, Digi, du weißt. Teilt das Video weiter. Und share mal weiter. Hab ich doch eben gesagt. Ja. Teilt mir das Video und peace.